Ich freue mich, dass Sie trotz des wunderbaren Wetters hier so zahlreich erschienen sind zu unserer Veranstaltung zum Thema Klimawandel. Act now. Lasst uns jetzt handeln, wenn man es wörtlich übersetzen würde. Dieses Thema ist ja eigentlich kein neues Thema, nur es ist ein Thema, was jetzt mit voller Wucht auf die politische Tagesordnung zurückdrängt, möchte ich fast sagen. Also wir wissen ja als Menschheit eigentlich schon recht lange, dass die Atmosphäre, die uns umgibt, ein äußerst kostbares Gut ist und das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Wir wissen auch seit einiger Zeit, ziemlich genau seit Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Atmosphäre sich ungefähr zu 78% aus Stickstoff, zu knapp 21% aus Sauerstoff zusammensetzt und nur zu einem kleinen Teil von weniger als 1% durch die sogenannten Spurengase, Kohlendioxid, Wasserdampf, Lachgas, Methan und andere Spurengase. Und dass diese kleine Fraktion, dieses 1%, ganz maßgeblich darüber bestimmt, wie die Temperaturen hier auf unserem Globus sind. Und Sie haben schon gehört, eines dieser Gase ist das Kohlendioxid, das CO2, das in ganz besonderer Weise als Klimaregulator wirkt. Gäbe es dieses Gas in der Atmosphäre nicht, läge die durchschnittliche Erdtemperatur nicht bei plus 15 Grad, sondern bei minus 18 Grad. Wenn es aber zu viel von dem CO2 gibt, dann haben wir ein gewaltiges Problem, nämlich eine Erwärmung der Erdatmosphäre. Darüber wollen wir heute reden. Wir kennen dieses Problem eigentlich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. 1896 hat Svante Arrhenius, ein schwedischer Physiker, den sogenannten Glashauseffekt erstmalig beschrieben, diesen Treibhauseffekt, wie wir das heute nennen. Es hat in den 30er Jahren eine Menge Arbeiten dazu gegeben. Es hat 1979 die erste Weltklimakonferenz gegeben, wo im Prinzip schon alles in den Umrissen jedenfalls beschrieben wurde und die Empfehlung gegeben wurde, dass wir die CO2-Konzentration in der Atmosphäre unbedingt begrenzen müssen. Wir haben auch auf der Ebene der Politik, mindestens was das Papier betrifft, durchaus einiges an Beschlüssen. Wir haben zum Beispiel 1992 eine Konvention verabschiedet als Weltgemeinschaft, die sogenannte Klimarahmenkonvention. In dieser Konvention steht als Ziel im Artikel 2 gefährliche, menschgemachte Eingriffe in das Klimasystem zu verhindern. Also eine sehr, sehr weitgehende Formulierung. Diese Konvention wurde 1992 auf der großen Konferenz in Rio verabschiedet. Und dennoch sind seitdem die CO2-Emissionen im Weltmaßstab um über 80% gestiegen. Daran sieht man dieses dramatische Auseinanderklaffen von Worten und Bekundungen und Bekenntnissen auf der einen Seite und den realen Entscheidungen auf der anderen Seite. Es sind hier und da Anfänge gemacht worden, beispielsweise bei den erneuerbaren Energien, aber in vielen Bereichen, vor allen Dingen im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Gebäude, ist sehr, sehr wenig passiert, sodass wir beispielsweise als Deutschland krachend unsere Klimaziele verfehlen. Und seit einem guten Dreivierteljahr haben wir eben diese Bewegung der Schülerinnen und Schüler, Fridays for Future, der sich mittlerweile auch viele angeschlossen haben, nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und andere, die doch, würde ich sagen, eine enorme Kraft wieder zurückgebracht haben in diese Debatte, die ein wenig vor sich hin plätscherte, das sicherlich auch in Kombination mit dem extremen Wetter des vergangenen Jahres. Wir haben jetzt sozusagen eine enorme politische Dramatik, die sich auch niedergeschlagen hat bei den Europawahlen und bei anderen Dingen. Und deswegen sind wir wirklich sehr, sehr froh und dankbar dafür, dass wir diese Veranstaltung heute Abend zwar als Cusanos Hochschule veranstalten. Annika Fuchs wird für uns durch die Veranstaltung führen. Aber dass es uns auch gelungen ist, mit Emma Klüsterath eine Schülerin aus der Bewegung Fridays for Future zu gewinnen, sodass wir hoffentlich verschiedene Generationenperspektiven auf das Thema heute bekommen und vor allen Dingen die Frage diskutieren wollen, was wir hier auch vor Ort machen können und wie wir uns wechselseitig unterstützen können. Das ist von meiner Seite aus an Vorrede eigentlich genug, aber ich freue mich nicht nur, dass die beiden da sind heute Abend und die Veranstaltung gleich einleiten werden, sondern ich freue mich auch sehr, dass mein alter, darf ich sagen, Weggefährte Christoph Balz heute Abend da ist. Ich glaube, wir beiden ziehen an diesem Strang schon seit 3 Jahrzehnten zusammen. Bei German Watch, wo der Christoph politischer Geschäftsführer ist, aber auch als Teilnehmer der meisten oder vieler, will ich sagen, vieler Weltklimakonferenzen, wo wir in je unterschiedlichen Rollen eher als Vertreter der Nichtregierungsorganisation, der NGOs, ich dann oft auf der Seite des Parlaments oder der Wissenschaft mitgewirkt haben und
Wir freuen uns, das darf ich sagen, sehr darüber, dass dieses Momentum jetzt zurück ist und dass es jetzt wirklich darum geht, das nicht wieder verpuffen zu lassen, sondern das in gute politische und gesellschaftliche Entscheidungen zu überführen. Und dazu möge der heutige Abend auch einen kleinen Beitrag leisten. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe jetzt das Wort an Annika Fuchs. Bitte schön. Alles klar. Ja, dann vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ich bin Annika Fuchs, ich studiere im Master Ökonomie an der Cusanus Hochschule und freue mich total, Sie und euch heute hier begrüßen zu dürfen. Genau, die Einleitung ist ja eigentlich gerade schon erfolgt, deshalb bleibt mir eigentlich zuerst nur, den Herrn Balz auch direkt zu uns auf die Bühne zu bitten, damit wir das Bild vervollständigen können und hier nicht der Platz frei bleibt. Genau, das Format des offenen Hörsaals ist kein neues. Vielleicht war der eine oder die andere von Ihnen auch schon mal hier. Ich möchte eine organisatorische Sache vorher noch sagen. Und zwar werden wir die Veranstaltung aufzeichnen. Also wir machen ein Video davon. Das Video wird hauptsächlich uns vier aufnehmen. Das heißt, da sind Sie eigentlich in keiner Gefahr aufgenommen zu werden. Allerdings freuen wir uns auch, ein paar Fotos von der Veranstaltung zu machen. Und genau, ich möchte Sie hiermit darauf hinweisen, dass wir auch Fotos vom Publikum machen werden. Wir werden mehr hauptsächlich so diese Seite fotografieren, weil da die Lichtverhältnisse ein bisschen besser sind. Das heißt, falls jemand von Ihnen dort sitzt und eigentlich gar keine Fotos von sich gerne möchte, dann ist jetzt die Chance, da hinten in den hinteren Bereich abzuwandern. Genau, ich glaube, das ist so für uns die einfachste Möglichkeit, das sicherzustellen, dass niemand auf einem Foto ist, der oder die das nicht möchte. Genau, so viel von meiner Seite für den Anfang. Ansonsten hat mir Herr Doske ja schon eigentlich einen guten Überblick darüber gegeben, wer heute hier so anwesend ist. Ich möchte noch eigentlich ganz kurz nur ergänzen, wie die Veranstaltung heute aufgebaut ist. Und zwar werden wir jetzt anfangen, also Emma und ich starten zusammen und es wird so ein kleines Interviewformat geben, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was Fridays for Future eigentlich ist und wie die auch hier in Bernkastel-Kues oder in Rheinland-Pfalz verortet sind. Genau, anschließend werde ich an Christoph Balz übergeben, der uns dann auch nochmal einen kleinen Input gibt und danach wird Herr Loske dann nochmal ein paar Worte sagen. Er hat im Vorfeld gesagt, es wird so ein bisschen, das was übrig bleibt, wird er dann nochmal ergänzen. Genau, und wenn wir damit fertig sind, ich gehe davon aus, dass das so noch eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauert, dann freue ich mich total, Ihnen auch das Wort zu geben. Wir werden dann ins Publikumsgespräch übergeben. Ich habe auch ein, zwei Fragen vorbereitet, aber ich freue mich total, wenn von Ihnen da auch einfach Interesse und Fragen kommen. Also dürfen Sie sich danach gerne einschalten und wir werden dann mit Mikro rumgehen. Ja, die Veranstaltung wird ungefähr so gegen 7:30 schließen und genau, soweit von meiner Seite erstmal. Alles klar, dann werden wir jetzt mal anfangen, würde ich sagen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, aber ich fände es total spannend, wenn du dich erstmal selbst vorstellst. Herr Balz, neben Ihnen liegt ein Mikrofon, das müssten Sie uns einmal bitte rüberreichen. Vielen Dank. Genau, ich habe schon gesagt, du bist Emma, du bist bei Fridays for Future, was kann man denn noch so über dich sagen? Also ich bin 16 Jahre alt und gehe hier in Bernkastel auf die Schule und ich bin Delegierte der Ortsgruppe Bernkastel-Kues. Das heißt, ich bin beauftragt, so Informationen, die bundesweit von Fridays for Future getroffen werden, weiterzuleiten an die Personen im Orga-Team, also die halt hier die Demonstrationen organisieren und ja. Cool, super, danke schön. Magst du ein bisschen was darüber zu erzählen, wie Fridays for Future in den letzten Monaten so entstanden ist und was ihr auch hier in Bernkastel-Kues so gemacht habt? Ja, also bis jetzt haben wir hier in Bernkastel zwei Demonstrationen organisiert und uns Gedanken gemacht im Organisationsteam, was wir noch für Aktionsformen machen können. Und bundesweit kann man sagen, dass wir jetzt schon ziemlich viel gemacht haben. Wir haben mittlerweile über 500 Ortsgruppen, also und ja, also haben wir schon ziemlich viel erreicht. Und jetzt diesen Freitag ist eine Großdemo in Aachen, die ist aus der, es kommen Leute aus ganz Europa
auch zu dieser Demo und die wird so ablaufen, dass also es kommt eine Fahrraddemo und die beginnt quasi in drei Armen, die dann zum Schluss bei einer Veranstaltung endet. Dort werden auch bekannte Persönlichkeiten auftreten. Und ja, und am nächsten Tag ist dann, also samstags ist eine Demonstration im Tagebau, also in der Nähe des Tagebaus in Garzweiler. Ja. Klasse. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Wochenende. Du hast erzählt, dass ihr schon zwei Demos organisiert habt, auch hier in Bernkastel-Kues. Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie das so verlaufen ist und was gut geklappt hat, was aber vielleicht auch Schwierigkeiten sind, so auf dem Land vielleicht oder in einem ländlichen Raum Veranstaltungen zu organisieren wie diese? Also die erste Demonstration war eigentlich ein großer Erfolg, weil erstens hatten wir die Erlaubnis, dass jeder sich beurlauben lassen kann von seinen Eltern, der das gerne möchte. Und deswegen waren wir auch, ich glaube, über 200 Leute. Probleme gab es bei den Boxen, da die so ein bisschen zu leise waren und die Reden nicht so gut verstanden wurden. Ja, nur Problem war halt bei der zweiten Demonstration, dass wir uns nicht mehr beurlauben lassen konnten und die Verhältnisse, was jetzt passiert, wenn man schwänzt, waren irgendwie auch nicht so aufgeklärt, sodass halt viele auch Angst hatten vor Folgen, weil teilweise gesagt wurde, ja, man wird irgendwo gemeldet, teilweise nur, ja, es wird nur so ein Fehltag eingetragen auf dem Zeugnis und deswegen hatten wir da deutlich weniger Zahlen. Ja. Und wie würdest du das einschätzen? Also was würdest du dir wünschen für die Demonstrationen und das sozusagen ein bisschen, magst du was darüber erzählen, wie sich die Schulen da verhalten sollten oder was ihr euch eigentlich wünscht als Fridays for Future, damit ihr hier erfolgreicher werden könntet? Ja, also Schulen sind ja eigentlich dazu da, um die Menschen aufzuklären und deswegen würde ich mich halt freuen, dass einmal so klare Verhältnisse geschaffen werden, was passiert, wenn man schwänzt. Und also es muss ja auch nicht so sein, dass wir entschuldigt werden oder so, aber ich würde halt gerne genau wissen, was passiert. Und hier so an der Mosel, also Fridays for Future ist eigentlich so, wir haben uns das so überlegt, dass wir quasi nur Ziele vorgeben und keine konkreten Umsetzungen, um der Politik so ein bisschen freien Spielraum zu lassen, was man auch an den bundesweiten Forderungen sehen kann. Aber hier in der Mosel fände ich zum Beispiel gut, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßiger fahren würden und kostengünstiger wären. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von Trittenheim aus nach Trier fahre, es kostet halt, hin und zurück kostet 16 Euro und das ist nicht wirklich sinnvoll. Wenn man jetzt Geld sparen will, ist nicht sinnvoll, mit dem Bus zu fahren, meiner Meinung nach. Und ja. Außerdem würde ich mich freuen, wenn wir es mit dieser Veranstaltung und den Demonstrationen schaffen würden, ein besseres Bewusstsein fürs Klima zu schaffen und ja, dass wenn jetzt hier ein paar Leute rausgehen, sich vielleicht mal überlegen, was man so zu Hause machen kann und halt auch ein bisschen versuchen, was zu bewegen, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Ja, super, vielen Dank. Schon sehr spannend. Du hast auch schon angefangen, über Forderungen zu sprechen, also zum Beispiel irgendwie Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr. Ich habe gelesen, dass eine Forderung von Fridays for Future auch ist, das Wahlalter zu verändern. Das hattest du dir auch explizit in der Vorbereitung gewünscht, darüber zu sprechen. Deshalb frage ich dich jetzt, genau, wie seht ihr das von Fridays for Future und welche Rolle seht ihr oder welche Rolle wünscht ihr euch für die Jugend? Genau, in Deutschland oder welche Verantwortung wollt ihr auch gerne übernehmen? Also in unseren bundesweiten Forderungen steht jetzt nicht drin, dass wir gerne das Wahlalter herabsetzen wollen, sondern eigentlich das Ziel von dieser Forderung ist eigentlich nur, dass die am meisten von der Klimakrise halt mitbekommen, auch ein Mitbestimmungsrecht haben. Und wenn man hier sieht, also meiner Meinung nach gehen dann halt die wählen, die wirklich engagiert sind und ich finde es auch unfair vorzuwerfen, dass man jetzt quasi nur, weil man jetzt gerade 18 geworden ist, auf einmal reifer ist als die Menschen, die vielleicht einen Monat später oder so erst 18 werden. Das finde ich auch irgendwie nicht sinnvoll. Alles klar. Du sprichst ja davon, dass die Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, eigentlich auch die sein sollten, die am meisten Einfluss haben. Ja. Wenn wir uns mal die globale Klimapolitik angucken, dann sieht man ja, dass das ganz eindeutig eigentlich nicht der Fall ist. Stattdessen diktieren die Staaten des globalen Nordens immer noch eigentlich, wie
genau, wie Klimapolitik auch weltweit verhandelt wird. So, man sieht, die USA ist ausgetreten aus internationalen Klimaabkommen und so weiter. Und genau, da sind wir ja ganz schnell bei dem Begriff von Klimagerechtigkeit. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen, beziehungsweise was du Leuten sagen würdest, die irgendwie das so abtun, als naja, das wird schon alles und wir müssen uns eigentlich über Klimagerechtigkeit beziehungsweise den Klimawandel gar nicht so große Gedanken machen? Also ich persönlich finde es ein bisschen unfair, wenn man hier lebt und sagt, ja, eigentlich müssen wir uns ja keine Gedanken machen, weil wir sind ja jetzt nicht so stark betroffen, vor allen Dingen, weil Deutschland liegt in den Top 10 der Länder, die am meisten CO2 ausstoßen. Das heißt, wir verursachen einen großen Teil mit. Und wenn wir dann persönlich nichts tun, nur weil wir nicht direkt von den stärksten Katastrophen betroffen sind, sondern sagen, ja, solange das da in Afrika ist oder so, ist es halt nicht so schlimm, finde ich halt, also ist halt einfach ungerecht. Und vor allen Dingen, weil zum Beispiel so strukturschwache Länder wie die in Afrika, die stoßen weniger CO2 aus, kriegen wir die ersten Folgen davon mit. Und das ist halt einfach ja, im Prinzip der Klimagerechtigkeit nicht fair. Super, dann erstmal vielen Dank, Emma, dass du uns schon mal teilhaben lässt an den Gedanken von Fridays for Future und an dieser Bewegung. Gerne. Genau, ich bin auch sehr gespannt von dir im zweiten Teil bei der Diskussion noch einiges zu hören. Aber so als erster Teaser würde ich sagen, reicht es aus. Und genau, ich würde jetzt erstmal gerne abgeben an den Herrn Balz. Genau, dem können wir das Mikro schon mal weiterreichen. Genau, und was ich noch sagen würde zu ihm, es wurde gerade schon gesagt, German Watch. Und ansonsten ist er auch auf jeden Fall im Sprecherrat der Klimaallianz Deutschland. Beides Bündnisse, die immer versuchen, so die breite Bündnisse zu schließen und da zu schauen, wo Bündnisse sinnvoll sind, um, so wie Sie es vorhin gesagt haben, auch die Akteure, Akteurinnen an den Tisch zu bekommen, die eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie progressiv sein können. Genau, in dem Sinne bin ich gespannt auf Ihren Input. Ja, freue mich sehr, hier zu sein und hoffe, dass wir gleich eine gute Diskussion haben werden. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch ein Wort mehr zu German Watch. Ich habe das 1991 mitgegründet. Der Versuch war, aus entwicklungs- und umweltpolitischer Perspektive, inzwischen haben wir die Menschenrechtsperspektive noch stark mit dabei, Deutschland auf die Finger zu schauen, dass Deutschland Verantwortung in der Welt konstruktiv übernimmt und also sozusagen eine Advocacy-Lobbyorganisation, die gezielt schaut, was macht die Politik, zum Beispiel im Klimabereich, das ist unser größtes Arbeitsfeld, Energie, Klimapolitik, Verkehrspolitik, national und international, oder was macht es in der Landwirtschaftstransformation, die notwendig ist, oder was ist die Frage der Menschenrechte von deutschen Unternehmen in der ganzen Wertschöpfungskette, wie kann das mit angepackt werden und wo wir auf der einen Seite mit Druck machen und auf der anderen Seite mit versuchen, Allianzen in der Gesellschaft aufzubauen, um diese Themen voranzubringen. Ein gemeinnütziger Verein und der sowohl durch Spenden als wie durch Projekte sich finanziert, die wir finanziert bekommen, sowohl von Stiftungen als wie auch von der öffentlichen Hand. So viel vielleicht zu German Watch vielleicht auch ein bisschen zu erklären, warum ich zu diesem Klimathema gekommen bin. Das war 1987 und ich hatte einige Jahre vorher begonnen, ein bisschen dazu zu lesen und zu hören. Und ich hatte damals drei Studien, war ich gerade am Abschließen, in Theologie, in Volkswirtschaft und Soziologie. Also alles eigentlich jetzt nicht die klimawissenschaftlichen Themen. Und dann habe ich ein Seminar mitgemacht, was sind die größten Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts bei einem Physikprofessor in Bonn. Und da war der Klimawandel eins davon. Und da hat mich eine Grafik ganz besonders bis heute getroffen dazu. Das ist die letzten 150.000 Jahre an der Temperaturentwicklung. Und zu sehen, ja, da waren 140.000 Jahre mit ganz großen Schwankungen, aber alle nach unten, das waren die Eiszeiten, die man dort gehabt hat. Und vor 11.000 Jahren ist das dann, 11.000, 12.000 Jahren ist das steil nach oben gegangen
war so warm wie in dieser ganzen Zeit nicht und so stabil geblieben in diesen letzten 12.000 Jahren. Deswegen heißt das auch das Erdzeitalter Holozän. Das ist, und genau da hat dann die Landwirtschaft angefangen, weil es berechenbar geworden ist und nicht mehr diese Riesenzappeligkeiten davor des Klimas. Alle menschliche Hochkultur ist in diesen 11.000 Jahren entstanden. Und das war die Grundlage dafür. Und damals haben die Wissenschaftler gesagt, ja, und jetzt ist da so ein Klimawandel, den man durch diese Treibhausgase, diese Spurengase, die gibt einen natürlichen Treibhauseffekt und den verdoppeln wir und verstärken den. Und wenn wir über die Schwankungsbreite dieses Holozäns hinausgehen, wo die letzten 11.000 Jahre gewesen sind, dann wird es richtig gefährlich, weil dann ist es ein Großexperiment mit der gesamten Menschheit und der gesamten Ökologie, die in den ganzen letzten Jahrhunderttausenden nie in diesem Bereich oben drüber gewesen ist. Und wir uns aus dem auch hinaus bewegen, was dieses Stabile gewesen ist, dass wir vielleicht wieder in ganz instabile Zeiten dazu mit hineinkommen. Und dieses Großexperiment, das hat man damals begonnen mit dem 2-Grad-Limit, zu sagen, da sollte man nicht drüber gehen, heute würde man eher sagen 1,5 Grad als Limit dazu, das zu setzen. Das war, was mich, wo ich gesagt habe, darum zu kämpfen, dass wir das nicht überschreiten, das lohnt sich. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, auch für unsere Generation und die nächsten Generationen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt in 130 Staaten in der Welt die Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen und sagen, ihr brecht den Gesellschaftsvertrag mit uns, weil ihr uns nicht mehr zusagen könnt, dass wir auch ein gutes Leben haben werden, weil wir gerade jetzt darüber hinausgehen, über diesen Schwankungsbereich des Holozäns. Da ist jetzt im Moment die wissenschaftliche Unsicherheit, sind wir schon knapp drüber oder sind wir knapp drunter? Das ist die offene Debatte noch, aber es ist gar keine Frage, dass wir das in den nächsten 2 Jahrzehnten drüber hinaus gehen über diese Schwankungsbreite und deswegen fängt jetzt auch ganz vieles an Experiment mit den ganzen Biosystemen. Wir erleben ja auch das größte Massensterben seit, eins der 6 großen Massensterben, seit überhaupt der Planet existiert und gleichzeitig, dass in ganz vielen Regionen jetzt man plötzlich Dinge sieht, uch, da kommen Rückkopplungen in Gang, die haben wir gar nicht in den Modellen gehabt, weil wir sie nicht eingegeben haben und nicht gewusst haben. Was wir im Moment in der Arktis erleben, da befürchten viele Wissenschaftler, dass wir jetzt an einem sogenannten Kipppunkt jetzt gerade in den letzten Wochen stehen. Wir haben in den letzten 4 Wochen in Sibirien Temperaturen von über 30 Grad gehabt. Ganz, ganz, ganz ungewöhnlich. Wir haben in Sibirien in verschiedenen Teilen davon sind Tausende von großen Methanblasen unter der Erde entstanden, riesengroß, dass wenn die in diesem Sommer platzen, dann wird nicht nur viel Methan frei, was den Treibhauseffekt massiv verstärkt, sondern da entstehen dann richtige Seen, weil das so groß ist, wenn diese Blase kollabiert, dass da praktisch ein See draus entsteht dabei. Und das sind Tausende von diesen Blasen, die entstanden sind. Oder in Kanada, andere Seite der Arktis, wo wir jetzt gerade vor einer Woche eine Studie gehabt haben, die sagt, vor 3 Jahren haben wir noch Studien gehabt, wo wir gesagt haben, wo wir erwarten, dass wir 2090 mit dem Auftauen des Permafrostes sind. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt schon im Moment. Jetzt wissen wir nicht, ist das eine vorübergehende Fluktuation und fängt sich vielleicht wieder? Oder ist das jetzt schon, dass wir hier in eine Rückkopplung mit hineinkommen, die dramatisch wäre, wenn wir dort mit hineinkommen. Und das sind, deswegen ist es kein Zufall, dass jetzt so eine Bewegung entsteht, wo junge Menschen sagen, Leute, wir wollen auch noch vernünftig auf diesem Planeten leben. Und da ist die Frage dann, wenn man jetzt eine Gesellschaft transformieren will, die auf dem fossilen, wie ein Junkie von den fossilen Energien, von Öl und Gas und Kohle abhängig gewesen ist, fast alles war darauf aufgebaut. Unser ganzer Wohlstand, unser ganzer Reichtum, wenn man davon rauskommen will, diese Transformation, die ist nicht einfach. Das ist nicht trivial, einfach mal zu sagen, machen wir. Und das ist jetzt die Frage, wie man das organisieren kann, wie man die klassische soziale Frage, Arbeitsplätze und vernünftige Arbeit zu haben, mit der neuen geosozialen Frage, die Armen auf diesem Planeten sind am massivsten vom Klimawandel betroffen
Und gleichzeitig die 10% der Reichsten auf diesem Planeten setzen 50% der Treibhausgase auf diesem Planeten frei und 50% der ärmsten Menschen setzen nur 10% frei. Also da sieht man, wie das mit der sozialen Frage ganz eng verknüpft ist dabei in diese Klimaproblematik. Kriegen wir das, diese sozialen Fragen zusammengebunden und organisiert? Wir sehen zwischen Stadt und Land die soziale Frage, die damit verbunden ist. Die meisten grünen Wähler leben in der Stadt. Die wollen ihren Ökostrom, zahlen dafür ein bisschen mehr, inzwischen gar nicht mehr. Aber die Nachteile von der Infrastruktur, die aufgebaut wird, die Windräder, die stehen eher auf dem Land. Und meistens bleibt noch nicht mal der Steuersatz dann auf dem Land, dass man dort die Wertschöpfung mitschaffen kann dazu in dieser Form, dass dann man auch auf dem Land, wo dann die Windräder stehen, dazu auch eine Dynamik, eine positive Dynamik mit dabei erzeugen kann. Das heißt, wie kann man diese Transformation so gestalten, dass wir gleichzeitig die großen sozialen Probleme, die damit einhergehen, lösungsorientiert mit angehen. Das Ziel muss ganz klar sein, relativ kurzer Zeit auf 100% erneuerbare Energien zu kommen. Wir leben hier in einer Gegend, wo das relativ leicht möglich wäre. Ich fände es eine super Aufgabe für die Cusanus-Hochschule, zusammen mit anderen Studien zu machen und dann Praxisbündnisse zu sagen, wie können wir diesen Teil von Rheinland-Pfalz bis 2025 oder 30 zu 100% erneuerbar mit Strom versorgen. Fände ich eine super Aufgabe. Das ist möglich, das ist machbar. Und dann das mit dem Handwerk zusammen, mit denen, die davon Wertschöpfung in die Region bringen können, das aufzubauen dazu. Wie sieht es mit der Landwirtschaft aus? Wir leisten uns im Moment eine industrielle Massentierhaltung, die nicht mehr Lebensmittel, sondern Lebenszerstörungsmittel organisiert. Das kann so nicht gehen. Wir haben neulich zum Beispiel als Schaum Watch sind wir in Supermärkte gegangen und haben uns angeschaut, die Hähnchen, die dort verkauft werden, wie viel Antibiotikaresistenzen sind da drauf. Nach den Supermärkten in den besten Supermärkten waren nur 60% der Hähnchen damit verseucht und in den schlimmsten 80-90%. Wow, das finde ich, das geht doch nicht. Und wir müssen die Tierhaltung anders organisieren und das ist gleichzeitig das größte Klimaproblem innerhalb der Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen an diese Fragestellungen ran. Wie kann man eine Art EEG schaffen, dass man den Landwirten, die umstellen wollen, Sicherheit bietet, auch in die nächste Generation hinein, wenn die ihren Hof übergeben wollen, zu sagen, ihr könnt auch in 30 Jahren mit einem vernünftigen neuen Modell rangehen. Noch 2 Minuten? Gut. Solche regionalen Projekte wären jetzt das, was wir meines Erachtens brauchen. Gleichzeitig braucht man nationalen Rahmensetzungen. Da ist immer im Moment die ganz großen Fragestellungen für dieses Jahr. Kohleausstiegsgesetz, Klimaschutzgesetz für alle Sektoren, CO2-Preis und dann auch für den Finanzmarkt eine entsprechende Rahmensetzung, wie es sichergestellt werden kann, dass die Tragödie des kurzfristigen Horizontes des Finanzmarktes, dass der sich nur an den nächsten Vierteljahr ausrichtet, wenn er investiert und nicht davon, dass es auch noch in 30 oder 50 Jahren Sinn macht dabei, wie man das korrigieren kann. Da ist jetzt eine Kommission eingesetzt, die die Bundesregierung dazu berät. Da habe ich die Ehre, drin zu sitzen. Und da wollen wir in den nächsten 2 Jahren dementsprechende Vorschläge auf den Weg bringen. Und dann kommt die europäische Ebene und die internationale Ebene dazu, will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen im Detail, aber wir brauchen auf allen diesen Ebenen den Fortschritt und dabei mit voranzukommen. International scheint mir im Moment im Vordergrund zu stehen, wir haben jetzt ein Abkommen, das Paris-Abkommen, dass man jetzt Umsetzungsabkommen mit einzelnen ganz wichtigen Ländern schließt. Wir kämpfen im Moment darum, dass Deutschland zum Beispiel mit Indien und Südafrika solche weitreichenden Umsetzungsabkommen, um gemeinsam die Energie- und Verkehrswende zu organisieren. Könnte man gleich in der Diskussion gerne im Detail noch sagen, was das heißt, um da richtig mit voranzukommen. An Indien wird sich maßgeblich entscheiden, wohin die Treibhausgasentwicklung geht. Dort wird das größte Emissionswachstum erwartet. Gleichzeitig ist damit die größte Dynamik für erneuerbare Energien, von dem her ein ganz spannendes Land
mit diesem Land so eine Partnerschaft zu schließen. Und es ist auch noch eines der großen Schwellenländer, das noch einigermaßen demokratisch organisiert ist, wo das auch aus demokratiepolitischen Gründen sehr viel Sinn machen würde, dieses Land sich mit auszuwählen, bei Südafrika ähnlich. Das wäre jetzt, was ansteht. Ich bin auf der einen Seite enorm hoffnungsvoll im Moment, weil so viel neuer Schwung entsteht und die politischen Verhältnisse flüssig werden, fast vorrevolutionär. Ich glaube, seit den 90er Jahren haben wir nicht mehr so eine Situation gehabt, wo die politischen Verhältnisse so flüssig waren, dass man groß denken konnte und nicht nur in kleinen, inkrementellen Schritten. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, was in der Wirklichkeit, wie die Emissionen nach wie vor weltweit noch wachsen, wenn man sieht, welcher Gegenwind uns von Trump, Erdogan, Bolsonaro und wem auch immer in der Welt bis zur AfD hier entgegenschallt. Wir machen uns keinerlei Illusionen darüber, dass das ein leichter Gang wird, diese Transformation zu organisieren. Wir brauchen Sie alle, wir brauchen euch und den langen Atem dazu, aber wir haben eine Chance, dass wir vernünftig dabei vorankommen. Ja, vielen Dank. Genau, vielen Dank für Ihren Aufschlag. Da sind auf jeden Fall ganz viele Themen angesprochen worden, die wir gleich noch im Detail weiter diskutieren können. Bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal an Herrn Loske zurückgeben, der ja gerade schon die Eingangsworte gesprochen hat. Ja, bitteschön, Sie haben ja das Wort. Ja, es gäbe viel zu sagen, nicht? Also ich habe mir ganz klar überlegt, was drehst du jetzt bei? Den ganzen Bogen kann man jetzt nicht spannen, aber vielleicht ein paar Aspekte. Also dieser Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit, ne, ist ja ein ganz alter Gedanke. Die einen mögen es lieber mit den Indianern, nicht? Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geborgt. Man kann das auch bei Karl Marx finden, ne? Wir haben die Erde als Boni Patris Familias, das war natürlich noch eine chauvinistische Perspektive, also als gute Familienväter in guter Qualität oder gar verbessert weiterzugeben. Also dieser Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit, der spielt eigentlich in der Nachhaltigkeitsdebatte eine Riesenrolle. Ja, als zum Beispiel 1987 dieser Brundtland-Bericht erschienen ist, da wurde der Nachhaltigkeit ja erstmalig definiert, oder nicht erstmalig, aber erstmalig politisch sozusagen definiert. Und das heißt, also die Bedürfnisse der heute Lebenden sollen befriedigt werden, ohne zu riskieren, dass die zukünftigen Generationen ihrerseits ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Das heißt also, dieser Gedanke des Generationenvertrages, den Sie jetzt so stark nach vorne stellen, der ist eigentlich nicht neu, nur er ist nicht gelebt worden. Das ist das Problem. Und vielleicht kann man jetzt sagen, das war ja deine These, dass jetzt an so eine Schwelle kommt, dass es dermaßen krass auseinanderdriftet, diese allgemeine Rhetorik, ja, wir müssen was tun für die zukünftigen Generationen und gleichzeitig das krasse Versagen der Politik. In manchen Bereichen ist es besonders evident, also in der Verkehrspolitik beispielsweise liegt es ja auf der Hand, oder auch im Bereich der Agrarpolitik und auch im Bereich der Energiepolitik nach wie vor. Bei allen guten Anfängen für die erneuerbaren Energien sind die Weichen doch nach wie vor falsch gestellt, auch weil man viele Fragen sich nicht traut anzusprechen. Das wäre jetzt sozusagen das zweite Thema, was ich in meinem Beitrag kurz anreißen möchte, die allgegenwärtige Dominanz des Ökonomischen oder der Ökonomie. Es ist ja im Moment so, dass die ganze Debatte stark darauf reduziert wird, dass wir ökonomische Anreize geben müssen über eine CO2-Bepreisung und so weiter. Und das ist auch als Einzelforderung richtig und sinnvoll. Ich selber streite seit vielen Jahren dafür und habe mich auch in meiner politischen Zeit im Bundestag oder im bremischen Senat immer dafür eingesetzt, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Aber man kann nicht die ganze Debatte über Klimapolitik auf das Thema CO2-Bepreisung reduzieren. Das ist zu kurz gesprungen. Es geht sehr elementar auch um gesellschaftliche Fragen, es geht um Lebensstilfragen, es geht um kulturelle Fragen und es geht auch um die Frage, ob wir die Ökonomisierung aller Sphären der Gesellschaft zulassen oder ob wir nicht an bestimmten Stellen auch mal sagen, nein, hier sollten andere Gesetzmäßigkeiten gelten als nur die Ökonomie und die Wachstumsorientierung, die Wettbewerbsorientierung, die Vertiefung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung und so weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin sicher, dass die bisherige Debatte viel zu reduktionistisch war in dem Sinne, dass sie sich nur auf die Technologiefrage konzentriert hat. Also es geht nur um neue Technologien, das ist aber so eine elementare Frage, was ist eigentlich das rechte Maß, was tut uns eigentlich als Gesellschaft gut oder welche Bereiche wollen wir eigentlich anders organisieren als nur ökonomisch nach Nutzenkriterien oder Gewinn- und Verlustkriterien und so weiter. Das ist ein Thema,
das in der klimapolitischen Debatte, glaube ich, fehlt. Und was bis jetzt auch sehr stark gefehlt hat, ist, das hast du ja auch skizziert, ist das Thema Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit zwischen den Generationen, aber auch die Gerechtigkeit zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, da um dieses Thema kommen wir gar nicht mehr herum, aber natürlich auch die Gerechtigkeit innerhalb unserer eigenen Gesellschaften, weil klimapolitische Instrumente, nehmen wir mal jetzt an die CO2-Steuer oder so, natürlich nur dann auf Akzeptanz treffen werden, wenn sie nicht quasi bestehende Missverhältnisse zementieren, sondern dazu beitragen, dass zwei Krisen gleichzeitig angegangen werden, nämlich die Klimakrise und die soziale Frage. Also das wäre mir schon nochmal wichtig, dass man Klimapolitik nicht betrachten sollte als sektorales Politikfeld, ja, sondern dass es eine Querschnittsorientierung sein muss. Das betrifft alle Bereiche, den Bereich der Energie, des Verkehrs, der Landwirtschaft, der Art, uns zu ernähren, uns zu bewegen, aber eben auch die kulturelle Dimension, nicht? Also eigentlich die alte elementare Frage, die Sie auch in allen Philosophien, in allen Weltreligionen finden, was braucht der Mensch eigentlich, um glücklich zu sein? So würde ich es mal sagen. Ob Sie quasi den Tempel von Delphi, also das ist die zentrale Kultstätte der Antike gewesen, da steht auf einem der beiden Bögen steht, nichts im Übermaß. Nichts im Übermaß. Es ist kein Aufruf zur Askese und dass wir alle in Sack und Asche gehen, aber schon irgendwie der Hinweis darauf, dass es sowas gibt wie eine gute Balance zwischen materiellen und inneren Zielen oder immateriellen Zielen. Oder Sie finden auch im Alten Testament oder in den Psalmen finden Sie solche Aussagen wie: Herr, gib mir weder Armut noch Reichtum. Also irgendwie die Idee, es gibt sowas wie zu wenig, das hast du ja sehr gut beschrieben, aber es gibt auch sowas wie zu viel, ja, und da das rechte Maß zu finden. Und ich glaube, die Klimadebatte zu führen, ohne diese Elementarfragen anzusprechen, das geht jetzt nicht mehr. Wir können uns nicht nur darauf reduzieren, dass unsere Autos demnächst statt einen Ottomotor oder einen Dieselmotor einen Elektromotor haben. Das müssen wir auch machen. Das gehört sozusagen dazu als Pflichtaufgabe. Aber wir müssen uns auch grundsätzlichere Fragen vorlegen, als die nur, welche Technologien wir einsetzen wollen. Das wäre das, was ich ergänzend noch sagen möchte. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Loske. Genau, also von Ihnen beiden, das ist ja schon sehr stark angeklungen. Das eine war so der Klassiker-Auftakt. Wir fangen mal mit den Naturwissenschaften an und schauen eigentlich, was die zum Klimawandel zu sagen haben. Dann aber auch schnell den Bogen gespannt im Sinne von, okay, weder die Naturwissenschaften noch die ökonomischen Fragen können alleine das Thema beantworten, was wir hier eigentlich heute besprechen wollen. Und ganz klar auch die Ansage, okay, das ist halt auch eine politische Frage. Wir müssen halt auch gucken, was wollen wir eigentlich und wie können wir da hinkommen gesamtgesellschaftlich. Genau, in dem Sinne würde ich auch jetzt ganz herzlich einladen zur Diskussionsrunde. Wir haben uns ja den Schwerpunkt Act Now gesetzt und auch in der Ankündigung ganz klar darüber gesprochen, okay, wir möchten eigentlich auch darüber sprechen, was können wir denn hier eigentlich in der Region mal machen. Da kam von Ihnen auch schon so ein erster so ein Ellenbogen in Richtung Cusanus-Hochschule, wir könnten ja mal. Genau, und ich würde ganz herzlich einladen, vielleicht an der Stelle erstmal weiter zu diskutieren, so wo stehen wir eigentlich hier an der Mosel und wo können wir hier in der Region vielleicht weitermachen und was sind da, Dankeschön, und was sind da vielleicht Handlungsschritte. Wir haben hier ein Mikro, ich würde das rumgeben und jetzt erstmal den Raum öffnen. Bitte gerne Hände hoch für eine erste Fragerunde. Vielleicht auch einfach Sachen, die Sie gerade nicht verstanden haben bei der Veranstaltung oder genau Fragen, die bei Ihnen aufgekommen sind. Ich würde mal ganz kurz abwarten, ob sich Hände regen. Aha, da haben wir doch eine erste Hand. Dann fangen Sie doch gerne mal an. Vielleicht ganz kurz als Hilfestellung auch die Frage, an wen adressieren Sie sich, damit wir wissen, genau, ob wir alle darauf antworten sollen oder vielleicht nur eine Person. Und gerne auch, wer Sie sind, ja. Mein Name ist Johannes Schneider. Ich bin Winzer und auch kommunalpolitisch tätig. Es ist eben gesagt worden, uns betrifft das vielleicht nur am Rande. Als Winzer kann ich nur sagen, wenn man die Jahrgänge beobachtet, dann weiß man, dass es uns ganz gewaltig betrifft. Wir haben da kleine Vorteile, was höhere Mostgewichte angeht, also frühere Reife und so. Aber wir haben auch ganz gewaltige Nachteile mit neuen Schädlingen, sei es neue Pilzkrankheiten, neue Insekten und anderes mehr. Also es betrifft uns hier ganz konkret vor Ort. Das sollte keiner vergessen. Und
Da wünsche ich mir natürlich, dass die Politik das auch registriert und dass sie nicht nur drüber redet, sondern handelt. Und das vermisse ich allzu sehr. Und weil die Jutta gerade so nett nickt, ich vermisse das auch bei den Grünen. Alles klar. Vielen Dank für Ihren ersten Beitrag. Dann würde ich da vielleicht direkt mal die Frage anschließen. Gut, wir haben jetzt gehört, okay, die Politik wurde ziemlich direkt adressiert. Genau, dann haben wir sowohl Landwirtschaft als auch vielleicht das Thema Ökonomie. Wie sollten denn aus Ihrer Perspektive und aus eurer Perspektive hier vor Ort und überhaupt eigentlich verschiedene Akteure zusammenarbeiten? Also welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Sie hatten das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Möglichkeiten wie die akademische Forschung, aber auch die Praxis, auch die Politik und auch vielleicht Schulen, Kommunen zusammenzubringen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Also wir haben letzte Woche in einem Ort in der Ukraine eine solche Allianz gebildet. Das ist eine Region, die im Moment vom massiven Rückgang der Kohle und des Stahls betroffen ist, eher durch die Kriegssituation. Und die jetzt eine Transformation weg von der Kohle hin zu Energieeffizienz, hin zu erneuerbaren Energien mit aufbauen wollen. Und da haben wir Akteure von der Wissenschaft, die zum Teil von der Hochschule vor Ort, zum Teil Flüchtlinge, die aus dem jetzt von Russland besetzten Gebiet dorthin gekommen sind, die sagen, da sind sinnvolle Aufgaben für uns. Dann haben wir die, die als Handwerker dort sagen, die Häuser sind in so einem Zustand, bei den Häusern ist immer der größte Potenzial, Arbeitsplätze zu schaffen und lokales Handwerk mit einzubeziehen und regionale Wertschöpfung dabei mitzuschaffen. Dazu ein vernünftiges Konzept zu machen, ist für jede Ortschaft elementar, wenn man bevor man über die Energieversorgung nachdenkt, muss man erstmal über die Energieeffizienz nachdenken dazu. Und dann ist natürlich, ich habe es angesprochen, mit 100% Erneuerbaren und mit der Form der Landwirtschaft, wie wir die organisieren wollen. Und das können wir nicht gegen die Landwirte machen, sondern das müssen wir mit den Landwirten machen. Das ist die zentrale Frage dabei. Hier wird es vor allem wahrscheinlich Weinbau sein, was in der Gegend dominiert. Und wo man dann schauen muss, wo wollen wir denn in 10 oder 20 Jahren sein dazu? Also ich bin geboren in der Pfalz. Da sind wir jetzt einige der Weinarten, die traditionell dort eine wichtige Rolle gespielt haben, wo wir sehen, die taugen überhaupt nicht mehr für eine Klimawandelwelt dazu, wo man sich darauf umstellen muss in diese Richtung. Dann ist die Frage der Wasserversorgung. Dann ist die Frage, wie ist das denn von der Belastung durch den Weinbau, der auch, wenn er traditionell betrieben wird, mit einer enormen Belastung fürs Wasser, für den Pestizideinsatz und damit auch dem CO2-Ausstoß einhergeht. Und wie kann man das so gestalten, dass da ein Zukunftsmodell draus wird in dieser Richtung? Das sind so Fragestellungen, wenn man hier jetzt Arbeitsgruppen lokal, regional zusammensetzen würde. Wenn man daran Spaß hat, wenn die Leute sagen, ja, da liegt unsere Zukunft, ich will das auch an mein Kind weitergeben, so einen Betrieb oder danach verkaufen oder wie auch immer, das soll nicht aufhören und das soll eine Zukunft haben. Wenn man mit so einem Spirit daran geht, fände ich ungeheuer toll. Und dann braucht man natürlich die Zivilgesellschaft, die das Ganze treibt. Wenn die nicht der Stachel im Fleisch ist und sagt, nee, guck mal, die Emissionen gehen nicht genug runter, und ihr redet darüber, wir haben das gerade gesagt, das wird aber nicht umgesetzt dazu in dieser Form, dann hilft uns das letztlich nicht, sondern wir müssen auch messen, entscheidend ist, was letztlich hinten rauskommt von den Emissionen, und das heißt, da müssen wir wirklich immer gucken, gehen wir jedes Jahr um 4-7% runter, das ist, was wir eigentlich jetzt müssen, wenn wir uns an den Treibhausgaszielen orientieren, nur 1,5 Grad Temperaturanstieg, den Temperaturanstieg darauf zu begrenzen. Vielen Dank. Ich würde noch die anderen beiden zu Wort kommen lassen und dann können wir gerne weiter diskutieren. Holen Sie das? Ich kann gerne. Also meiner Meinung nach, du hast ja jetzt angesprochen, wie man in Schulen zusammenarbeiten muss. Ich finde, es ist ein Fehler, immer nur so regional zu denken oder so in kleinen Kreisen, weil der Klimawandel ist überall. Und von daher muss man auch global denken, also die Regierungen müssen zusammenarbeiten, dann kann sich nicht irgendjemand ausklinken, ich sage Ihnen jetzt mal die USA, es funktioniert nicht, vor allem weil die USA, glaube ich, die erste oder zweitgrößte CO2-Emissionen produzieren.
Und von daher ist meiner Meinung nach ist jetzt mehr denn je die Zusammenarbeit gefragt, auch wenn man jetzt zum über Klimagerechtigkeit redet, da ist, können nicht, ist, funktioniert nicht, wenn nur 10 Länder arbeiten oder so, es müssen alle machen und deswegen ist Zusammenarbeit sehr wichtig und man darf auch nicht mehr in so kleinen Kreisen denken, denn wenn ein Problem global ist, muss man es auch global behandeln. Ich würde ein bisschen widersprechen und zwar der alte Slogan der Ökologiebewegung war ja Think globally, act locally, also global denken, lokal handeln. Und dahinter verbirgt sich natürlich eine bestimmte Idee und die lautet, zwar müssen wir alle in die gleiche Richtung gehen, aber lokal sind die Ausprägungen dann sehr unterschiedlich. Das ist in der ländlichen Region vielleicht anders als in der städtischen Region, in der Mittelgebirgsregion vielleicht anders als an der Küste und so weiter und so weiter. Also insofern das globale Denken oder in globalen Kategorien denken, würde ich sagen, ist kein Plädoyer gegen das, was Sie kleinteiliges Handeln oder so genannt haben, sondern ist eigentlich eine Unterstützung von lokalen Initiativen, weil man das Gefühl haben kann, man ist in einen großen Zeitstrom eingebettet und ich sage es mal ein bisschen pathetisch, man steht auf der richtigen Seite der Barrikade im Kampf gegen den Klimawandel, so würde ich es mal sagen. Also insofern würde ich da keine falschen Widersprüche aufbauen, aber ich weiß, was Sie meinen. Dann der zweite Punkt, es ist ja bisher so, wenn man, ich habe ja versucht, das ein bisschen nachzuzeichnen, sich das anschaut oder das Feld, wo wir beiden auch lange tätig waren in der internationalen Klimapolitik oder er noch ist, dann ist das immer der Versuch gewesen, Verträge zu schließen. Und der Vertrag, ich hatte es ja gesagt, der Klimavertrag von 92 oder die Klimarahmenkonvention hat als Zielstellung eine wahnsinnig anspruchsvolle Zielstellung. Gefährliche, menschgemachte Eingriffe in das Klimasystem sollen verhindert werden. Das ist sehr weitgehend. Und trotzdem sind seit dem Zeitpunkt, wo dieser Vertrag verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist, die CO2-Emissionen eklatant gestiegen, haben sich fast verdoppelt. So, das heißt, wir haben eigentlich kein Defizit an allgemeinen Willensbekundungen, nicht mal auf globaler Ebene, aber wir haben ein Implementierungsdefizit. Das muss man ganz klar sagen. Und da finde ich auch solche Begriffe, wir müssen dann vielleicht nochmal im Detail reden, aber die Politik gibt es ja gar nicht. Was wir im Moment ja sehen, es gibt Sonne und solche. Ne? Es gibt welche, die sagen, so und so müssen wir was machen. Jetzt können Sie sagen an die Partei, von der Kollegin gerichtet, das reicht nicht aus oder so, das kann man immer sagen, aber es gibt welche, die sagen, wir müssen jetzt im Bereich Agrar, Verkehr, Industrie, Gebäude und so weiter das und das und das machen mit den und den Zielen, in den und den Zeiträumen und es gibt welche, die sich bisher jedenfalls drumherum gemogelt haben und geglaubt haben, mit allgemeinen Worten könnte man das Thema bearbeiten, aber das finde ich schon auch, vielleicht meintest du das auch, also hätten Sie sich das vorstellen können, vor 3 Jahren noch, wie gewaltig jetzt die Veränderungen im Parteiensystem sind, die haben doch ganz schön Feuer unterm Allerwertesten und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir jetzt in den nächsten Monaten Entwicklungen sehen, wo dann Parteien, von denen man es überhaupt nicht erwartet hätte, plötzlich mit Vorschlägen kommen, die man ihnen bis vor kurzem gar nicht zugetraut hätte. Deswegen würde ich schon sagen, es ist jetzt was im Wandel und die Frage, ob ihr oder ob Sie was erreicht haben, ich habe es von der Frau Neubauer, heißt sie, glaube ich, neulich ein Statement gehört, man hätte ja noch gar nichts erreicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Man hat schon eine Verschiebung im gesellschaftlichen Kräfteparallelogramm erreicht, aber die Politik muss jetzt liefern und der Lackmustest wird ganz klar sein, das Klimaprogramm, man soll das verabschiedet werden im Oktober oder was, oder Oktober, November, dieses Jahr jedenfalls noch. Dann haben wir schwarz auf weiß stehen, was wird gemacht, in welchen Bereichen, wer trägt welche Verantwortung. Und ich fand es wirklich, letzter Satz, ich merke schon, Sie werden unruhig, dass die EU-Kommission jetzt nochmal der Bundesregierung, vorgestern war es, glaube ich, vorgerechnet hat, ihr macht im Bereich Verkehr zu wenig, ihr macht im Bereich Landwirtschaft zu wenig, ihr macht im Bereich Gebäude zu wenig und die Anfänge, die ihr im Bereich der Energiepolitik gemacht habt, die reichen auch nicht. Die haben das dann zwar verkauft als Ermutigung, ja, aber es war natürlich auch eine radikale Kritik. Das heißt, dieses Drumherumlavieren, das funktioniert nicht mehr. Das ist definitiv nicht mehr. Alles klar, danke für den sehr langen letzten Satz, Herr Loske. Ich habe schon mindestens 2 Wortmeldungen gesehen. Dann machen wir gerne erstmal bei Ihnen weiter. Dankeschön. Mein Name ist Jutta Bleitsheim-Röckler und ich bin auch in der Politik, nicht nur kommunal, sondern eben auch auf Landesebene. Und es ist natürlich so, dass Sie, selbst wenn Sie in einer Landesregierung sind, was die Grünen ja hier sind, es sehr darauf ankommt, ob Sie mit 5% oder mit 15 oder mit 20 drin sind. Das schränkt natürlich, sagen wir mal, das, was wir gerne in den Koalitionsvertrag hätten rein verhandeln wollen, etwas ein. Ich beobachte aber 2 Sachen. Einmal hier, wenn wir hier in die lokale Ebene gehen und zum Beispiel uns angucken, regenerative Energien, auch Windenergie, hier gar nicht weit entfernt gibt es dieses Gebiet Ranzenkopf. Da hat der Kreis eine AÖR, also eine öffentliche Gesellschaft, gebildet. Und zwar parteiübergreifend war das
nicht ganz leicht, aber mit einem guten Ergebnis, dass es eben hier die Möglichkeit von erneuerbaren Energien gibt. Oder auch auf Verbandsgemeindeebene, sitzt der Kollege hinter mir, dass man halt auch gesehen hat, dass dann nicht nur eine Gemeinde was von dem Windrad oder von den Windrädern hat, sondern sowas wie ein Solidarpakt geschlossen wird, dass eben auch eine Region was davon hat. Und ich bin ein großer Fan von diesem lokalen Handeln. Zweiter Punkt, Zivilgesellschaft, eure enormer Protest und auch die Form, wie ihr es gemacht habt, da sage ich, die ist auch bei den Parteien in Mainz angekommen, die man jetzt nicht so an vorderster Front vermutet hätten beim Thema Klima. Die bemühen sich jetzt zumindest. Also ich glaube, die haben es schon verstanden und da müssen wir jetzt auch gucken, wie konkret wird das. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz beschlossen, dass wir bis 2030 erneuerbare Energien komplett haben wollen. Aber natürlich ist das noch ein Weg und wir werden es, glaube ich, in der Politik allein nicht schaffen. Wir brauchen da die Zivilgesellschaft wie ihr oder auch wie die Wissenschaftler für Fridays for Future, die sich angedockt haben da sozusagen. Und ich glaube, dass die AfD, die nach wie vor den menschengemachten Klimawandel leugnet, ja, dass die durchaus in dem Punkt, was Klima angeht, keine Rolle spielen werden. Die werden in anderen Themen eine Rolle spielen, aber da nicht. Und deswegen glaube ich, ist der Wille auch zur Zusammenarbeit verschiedener politischer Richtungen und Parteien, demokratischer, sage ich mal, der ist mehr gefordert denn je. Und ich würde mich da auch freuen, wenn es in den Diskussionen mal weniger um Ideologien geht und mehr darum, wie können wir jetzt konkret das eine oder andere umsetzen. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, von dem Jakob, der das Mikro rumgeht, gibt es auch noch direkt eine Frage oder Anmerkung. Dann würde ich das gleich hinterher stellen und dann vielleicht noch mal eine Runde hier vorne machen. Ja, mein Name ist Jakob Freise, ich studiere hier Master Ökonomie. Meine Frage richtet sich an dich, Emma, und es geht vor allem darum, um dieses ins Handeln kommen, was kann man jetzt machen und vielleicht auch, was kann man an diesem Wochenende machen? Du hast gerade schon erzählt, es gibt eine große Demo, Fridays for Future ist in Aachen und genau, da gibt es ja auch gewisse Parallelen zu den Aktionen im Rheinland, also zu Ende Gelände. Die Taz hat jetzt irgendwie getitelt, oder nicht getitelt, aber es gab einen Artikel, Fridays for Future radikalisiert sich. Meine Frage an dich wäre so ein bisschen, was du davon hältst, glaubst du, dass das auch eine legitime Möglichkeit ist, ins Handeln zu kommen, also dieser massenhafte zivile Ungehorsam? Und ja, vielleicht möchten die anderen auf dem Podium auch was dazu sagen. Also zu Ende Gelände oder zu diesem zivilen Ungehorsam, da war ich auch sehr zwiegespalten. Also ich habe mir auch genau überlegt, ob ich in Aachen sind ja auch, oder besser gesagt im Tagebau Garzweiler, sind ja auch Aktionen von Ende Gelände geplant. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, weil also ich finde es wichtig, dass es auch Radikalere gibt und vor allen Dingen, weil dann halt auch wirklich gezeigt wird, dass was verändert werden muss. Nur, wie soll man das sagen, also ich finde halt problematisch, weil dadurch, durch diesen zivilen Ungehorsam wird teilweise auch, ja, Personen, die halt denken, ja, die Klimakrise muss geändert werden, die werden so teilweise so ein bisschen so weggestoßen, weil sie dann so denken, oh, die sind mir so ein bisschen zu radikal, das ist jetzt so, ja, wie soll man das ausdrücken, also ich glaube halt, dass teilweise ist manchen Menschen zu radikal ist, sodass sie dann denken, ja, da will ich mich jetzt aber nicht anschließen. Und deswegen finde ich, dass wir als Fridays for Future so einen guten Mittelweg gefunden haben. Weil wir sind so ein bisschen radikal, indem wir halt Schule schwänzen, aber, halt auch trotzdem so, dass sich uns quasi jeder anschließen kann. Und zum Thema Anschließen würde ich noch gern sagen, dass Fridays for Future hat so ein Image, dass nur Schüler und Studenten dazukommen können, also dass wir quasi eine junge Bewegung sind. Aber ich finde es auch extrem wichtig, dass sich auch Erwachsene uns anschließen und uns vielleicht auch teilweise beraten. Von daher, also wenn hier irgendjemand sich mal engagieren will oder so, können Sie sich gerne nachher bei mir melden oder auch auf der Website Fridays for Future können Sie sich auch unsere Ortsgruppe raussuchen und dann in die WhatsApp-Gruppe beitreten. Also es kann jeder was tun, egal welches Alter, und deswegen wollte ich nur mal anmerken. Danke für das niedrigschwellige Angebot.
Genau, also soweit ich weiß, haben die Umweltverbände, NGOs zum Teil auch Solidarisierungserklärungen rausgegeben, wo sie sich auch mit Ende Gelände solidarisieren. Das war bei Fridays for Future lange Streitthema, so wie ich das mitbekommen habe. Genau, deshalb die Frage an Herrn Balz, so, wie schätzen Sie da die Radikalisierungsfrage ein? Also ich möchte erstmal radikal definieren. Das ist für mich, dass man an die Wurzel der Probleme rangeht. Und das heißt, dass man eine Transformation so gestaltet, dass man die Gesellschaft mitnimmt dabei und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie wirklich gelingt. Das ist für mich wirklich radikale Politik. Und jetzt ist aber so, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, wo sich, finde ich, diese Frage aufdrängt, wenn man als junger Mensch, aber auch als älterer Mensch, der seit 30 Jahren darum kämpft, dass sich das wandelt, wenn man sieht, wir kommen in ein Fahrwasser rein, wo, wenn das so weitergeht und es einfach die Emissionen die nächsten 15 Jahre nicht deutlich sinken weltweit, wo das so gefährlich wird, dass ein gutes Leben für einen Großteil der Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Und wo die Werte, die wir in der Verfassung drinstehen haben, die Würde des Menschen als Paragraph 1, als Artikel 1, nicht mehr zu schützen sein wird in diesem Maß, wie wir uns einfach einen zivilisatorischen Standard angewöhnt haben. Und das ist, wo die Frage sich nach zivilem Ungehorsam stellt, wenn man die Verfassung verteidigen muss und deswegen gegen Ordnungswidrigkeiten oder gegen Gesetze vorgehen muss, weil man die Verfassung verteidigen will, dazu in dieser Frage. Und ich glaube, wenn es ein Weiter-so gibt und die Emissionen nicht runtergehen und es nicht jetzt einen wirklichen Wandel in der Politik gibt, dass sich diese Frage in einem ganz anderen Ausmaß stellen wird, als sie sich bisher gestellt hat. Für mich ist eine andere wichtige Frage damit, dass, wenn man in diese Richtung hineingeht, dann heißt das aber nicht nur, möglichst radikal auf möglichst viele Gesetze zu brechen oder so, sondern das heißt dann, sich sehr symbolisch zu überlegen, wo hat es die größte Wirkung. Mahatma Gandhi hat damals den Salzmarsch gemacht, um das Monopol des Salzes und eine eklatante Ungerechtigkeit und die ökonomische Problematik und politische Problematik damit auf den Punkt zu bringen und damit wirklich das zuzuspitzen dabei in dieser Frage. Solche Punkte muss man sich dann aussuchen dabei. Und das wird möglicherweise auf uns zukommen. Aber neben ein ganz anderer Teil der Radikalität ist, für jede gesellschaftliche Gruppe Pfade nach vorne zu bahnen in die Transformation, wie das gelingen kann und wie man ein gutes Leben in der Zukunft auch für diese gesellschaftliche Gruppe mitorganisieren kann. Das heißt, Radikalität ist für mich viel zu eng gedacht, wenn es nur auf diesen Bereich irgendwie beschränkt wird, sondern wir müssen die Transformation mit der Gesellschaft organisieren und nicht in autoritären Strukturen denken, man will da irgendeine Ökodiktatur denen überstülpen oder so. Vielen Dank. Herr Loske, dazu? Sie warten mal noch auf die nächste Frage. Alles klar, dann jetzt Bühne frei für die nächste Runde. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich immer so zwei, drei gleichzeitig dran nehmen, weil da können wir gesammelter antworten. Ja, genau, also ich sehe hier ganz viele Wortmeldungen von verschiedenen. Genau, ich würde sagen, Sie zuerst, vielleicht dann Judith, dann hier vorne, Frau Graupe, ich würde Sie dann als Vierte hinten anstellen gerade. Ich möchte einmal als ganz normale Hausfrau meine Gedanken und Sorgen und Ängste auch mal benennen dürfen. Und, selbstverständlich. Ich habe vier verschiedene Gefäße für Müll zu trennen. Und dann lese ich, das letzte habe ich im Fernsehen gesehen, dass irgendwie über den Ozean trächtige Kühe geschippert werden und die gehen ein, weil sie so schlecht behandelt werden und dann werden die einfach ins Meer gekippt. Da kriege ich das Grausen, da kann ich abends nicht schlafen. Und dann habe ich ja, wir haben ja jetzt in Hongkong erlebt, was die Masse auch bewerkstelligen kann. Ob es von da wo ist, das wird sich zeigen, mit diesem Auslieferung nach China. Das meine ich jetzt.
Es war politisch, aber da frage ich mich, wenn ich dieses Monster Bolsonaro sehe in Brasilien, ja, da denke ich, gibt es keine Macht weltweit, die dem Einhalt gebieten kann. Ob man sich da nicht weltweit irgendwie vernetzen kann, es graust mir, wenn ich die Bilder sehe, im Amazonas brennt es an 7, 8 Stellen, steigen Rauchsäulen hoch und die kleinen Missionare, die graben Brunnen, die ackern sich kaputt, nur um die Umwelt zu schonen. Und dann habe ich noch ein großes Problem mit diesen E-Autos. Da habe ich jetzt gelesen, dass Misereo in Aachen, Missio, Alarm schlägt. Für eine Batterie werden 80.000 Liter Wasser verbraucht. So. Und da frage ich mich, soll man da jetzt auf Teufel komm raus produzieren? Irgendwann werden die Brennzellen kommen. Wie gesagt, ich weiß nur mal ein bisschen vom Fernsehen, aber das kann doch nicht sein, dass man jetzt auf noch und noch Elektroautos forciert und in 5 oder 10 Jahren heißt es, das war es nicht auf Dauer. Man müsste vielleicht auch mehr überlegen, wie viel brauchen wir vorläufig? Nicht, dass sie noch auf der Halde stehen. Ja. Soweit erstmal? Ja, ich meine, das reicht. Wir wollen ja noch mehr Worte. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Da wird auf jeden Fall die Frage gestellt, so reicht es einfach nur eine technologische Umstellung zu machen oder müssen wir nicht eigentlich uns mal grundsätzlichere Fragen auch nach unserer Mobilität zum Beispiel stellen? Sie signalisieren mir, ihr signalisiert, wenn ihr gerne antworten möchtet, sonst würde ich erst nochmal weitergehen und wir sammeln, ja? Alles klar, dann bitte. Ja, mein Name ist Judith, ich studiere auch an der Cusanus Hochschule im Bachelor und ich hatte noch eine Frage an dich, Emma. Weil Fridays for Future ja auch oft so gesehen wird, okay, irgendwie politisiert sich jetzt die Jugend und wir wollen irgendwie alle politisch handeln. Und meine Erfahrung mit der zweiten Demo auch so ein bisschen da vielleicht auch deprimierend war, als wir da eher weniger Menschen waren und ich so ein bisschen die Frage hätte, was braucht es vielleicht auch gerade hier in Bernkastel-Kues, vielleicht auch an deiner Schule, um irgendwie da noch mehr Leute mitzunehmen und auch irgendwie euch eine Hilfestellung zu geben. Was braucht ihr, um irgendwie eure Politisierung vorzutreiben, wenn ihr das möchtet. Dankeschön. Dann nehmen wir noch eine dritte Frage mit ins Boot. Die war hier vorne von Ihnen. Ja, also ich möchte mich erstmal bei Emma bedanken, dass sie das Thema ÖPNV hier reingebracht hat, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, der Verkehr überhaupt. Dass Transporte, wer weiß wie lang, wird ja eben auch gesagt, zulässig sind, das dürfte eigentlich alles gar nicht sein, da muss die Politik handeln. Und noch eine ganz kurze Frage zu den Terminen. Also ich halte es für wirklich unverantwortlich, nicht alles so schnell wie möglich, wirklich so schnell wie möglich umzusetzen und nicht zu sagen, na ja, 2030, das sind noch über 10 Jahre, wer weiß, wo wir dann sind. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Alles klar, vielen Dank. Ich würde dann jetzt erstmal einmal eine Antwortrunde machen. Genau, vielleicht die letzte Frage ging an dich. Vielleicht magst du auch den Anfang machen, Emma. Oder beziehungsweise Bemerkung zum ÖPNV. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, da noch was zu ergänzen, beziehungsweise auf Judiths Frage einzugehen. Also jetzt gerade mal zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe, seitdem ich mich für Fridays for Future engagiere, darauf geachtet, also ich fahre mein Fahrrad oder mein erster Blick ist so, ich habe so eine App und dann gucke ich halt, ob irgendwo ein Bus fährt. Und das hat dazu geführt, dass ich teilweise 2 Stunden oder länger irgendwo sitze und warte, weil kein anderer Bus gefahren ist. Da denke ich mir, ja, das habe ich ja schon mitbekommen, aber das ist dann halt schon so ein bisschen traurig. Ja, und ich habe die Frage vergessen. Ich wiederhole nochmal die Frage von Judith. Das kam ja auch viele. Ja. Die Frage von Judith war so, okay, ihr hattet eine zweite Demo, die war dann nicht mehr so gut besucht, weil eigentlich genau die meisten SchülerInnen sich nicht mehr getraut haben, die Schule einfach zu schwänzen, weil es keine klare Ansage gab. Und die Frage, was braucht ihr eigentlich oder wie kann man euch unterstützen, damit auch hier vor Ort ihr besser noch irgendwie aktiv werden könnt und wie auch in der Schule mehr Leute noch mit ins Boot geholt werden können. Also erstmal, was ich schon vorhin angesprochen habe, ist, Schule ist ja dazu da aufzuklären, dann sollten sie uns auch aufklären, was wirklich genau passiert, wenn wir schwänzen. Und außerdem finde ich es halt wichtig, dass so Themen auch im Unterricht behandelt werden. Zum Beispiel hatten wir jetzt in Englisch auch das Thema Plastikmüll angesprochen und dass dann halt auch wirklich Fakten genannt werden, wozu die Klimakrise führt, denn viele nehmen es immer noch nicht ernst in unserer Klasse.
und oder allgemein auf unserer Schule, und das finde ich halt total traurig. Und also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel wegen dem Schulschwänzen nicht hatte, obwohl ich nicht wusste, welche Folgen das Schulschwänzen haben, ich habe mehr Angst vor der Klimakrise als vom Schulschwänzen. Und ich... Und ich finde halt, es ist extrem wichtig, dass ein Bewusstsein geschaffen wird, und umso öfter das Thema aufgegriffen wird, umso mehr denken die Personen ja drüber nach. Und es gibt immer Menschen, die sich nicht überzeugen lassen, aber das, umso öfter, wenn es oft angesprochen wird, hoffe ich, dass es nur ein kleiner Teil sein wird. Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich mal weitergeben an Herrn Loske. Ich hatte zu verschiedenen Fragen noch, ich hatte mich zurück zu drei Fragen, Matthias. Also ich möchte nochmal an Ihren Punkt anknüpfen mit dem Weinbau, dass es der Klimawandel und die Folgen eben nicht nur Bangladesch betrifft, sondern auch die Moselregion, das würde ich mal so auf den Punkt bringen. Und ich habe das selber erlebt. Als bremischer Senator war ich auch verantwortlich für den Generalplan Küstenschutz, und wir mussten zusammen mit Niedersachsen den Ausbau der Deiche und Dämme und so weiter entwickeln, der Sommerdeiche. Und da wurde mir in den Diskussionen wurde mir klar, solange der Meeresspiegel anstieg, irgendwie auf 10, 15, 20 Zentimeter kalkuliert wird, taxiert wird für 2070 oder so, da kann man das in den Generalplan Küstenschutz wunderbar einbauen, da macht man die Deiche etwas höher und ändert das hydraulische Regime etwas, das geht. Ja, aber wenn es dann plötzlich geht um mehrere Meter Erhöhung, wenn also der westantarktische Eisschelf abrutscht oder wenn Grönland komplett eisfrei wird und wir reden nicht mehr über 20 Zentimeter, sondern wir reden über 3 oder 5 Meter, ja, dann ist Hamburg und Bremen, die sind dann weg von der Landkarte. Und das ist was völlig anderes, wenn Sie glauben, irgendwie Sie können über eine Krankheit hinweggehen und sagen, naja, das wird schon nicht so schlimm kommen und wird schon was einfallen zu gegebener Zeit, dann ist es ein völlig anderes, als wenn Sie eine Krebsdiagnose bekommen. Dann kriegen Sie von dem Moment an ist ja alles anders. Wenn Sie eine Diagnose bekommen und sagen, wenn du hast eine ganz schlimme Krankheit, du musst was radikal ändern, wenn es gut läuft und wir Glück haben, kann das noch geheilt werden, aber du musst ab jetzt alles ändern. Das ist eine völlig andere Grundwahrnehmung, als wenn gesagt wird so abstrakt, naja, das Klima könnte sich ändern und im globalen Süden und so weiter und so weiter. Verstehen Sie? Also der Punkt ist sehr, sehr wichtig. Also solange der Klimawandel graduell verläuft, was er ja bis jetzt im Großen und Ganzen getan hat, glaubt man noch, es planerisch irgendwie einbeziehen zu können. Aber wenn es sprunghafte Entwicklungen gibt, so wie du sie gerade skizziert hast, dann reden wir eben nicht mehr über eine Erkältungsdiagnose, sondern dann reden wir über eine Krebsdiagnose. Und diese Analogie, vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nicht sagen können, wir machen in 20 Jahren was, sondern wir müssen jetzt was machen, damit es in 20 Jahren vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. Also das ist ein Aspekt, den ich noch einbringen wollte. Der zweite Aspekt, den ich einbringen wollte, ist die Frage des zivilen Ungehorsams. Es gibt ja auch eine ganz große Ideentradition, ne? Thoreau im Amerikanischen, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Walden, nicht? Ein Jahr am Waldensee, der hat auch das Konzept der Civil Disobedience, also des zivilen Ungehorsams, Gandhi hast du genannt, man könnte auch andere nennen, aber der Grundgedanke war bei ihm, ich zahle an einen Staat keine Steuern, der die Sklaverei fördert. Das war damals natürlich ein Tabubruch, weil es die Mehrheit der Meinung war, Sklaverei ist in Ordnung. Jetzt in der Retrospektive würden wir sagen, er ist ein Held. Er ist heute einer der größten Helden, die Amerika zu bieten hat, Thoreau. Und deswegen ist es immer ein schmaler Grat. Also radikal sein um der Radikalität willen, das kann man auch mal machen als Jugendlicher, aber das ist ja ergebnislos. Aber radikal sein, weil die Realität einfach Radikalität erzwingt. An dem Punkt sind wir ja im Moment. Also im Prinzip kann man sagen, wer realistisch ist, muss heute radikale, im Sinne von Christoph, an die Wurzel gehende Vorschläge machen. Das ist ja was völlig anderes als nur Radikalität um der Radikalität willen. Und deswegen würde ich sagen, das haben Sie ja auch sehr schön gesagt, Sie haben mehr Angst vor dem Klimawandel als vor dem Tadel im Klassenbuch. Wenn es sowas noch gibt heute, weiß ich gar nicht, zu meiner Zeit. Ne? Nach 3 Tadeln floh man, glaube ich. Ne? Das finde ich genau die richtige Grundhaltung. Also das finde ich wirklich sehr anerkennenswert. Das war mein zweiter Punkt. Den dritten lasse ich erstmal weg, der würde zu lang. Ja. Ja, vielleicht noch ein paar kurze Reaktionen. Als die ersten Bundesländer angefangen haben zu sagen, sie geben den Schülerinnen und Schülern ein Vermerk im Zeugnis, wenn sie unentschuldigt oder während der Demonstrationen, wegen der Demonstrationen fernbleiben, habe ich auf Twitter so reagiert, dass ich gesagt habe, alle, die sich bei uns für Praktikum oder Arbeitsplätze bewerben sollen, diesen Vermerk mitbringen. Und es gibt ein dickes Plus bei der Bewerbung, wenn sie das mitbringen dazu. Also wir sollten wirklich nicht
uns bange machen lassen davon. Das ist ja eine Angstreaktion von Leuten, die denken, man kann so weitermachen wie bisher. Und man soll da nicht leichtfertig mit umgehen. Da gehen zwei große Rechte, nämlich das Recht auf Versammlungsfreiheit auf der einen Seite und die Schulpflicht, die miteinander dabei rechtlich gegeneinander im Konflikt stehen. Und wenn es um sowas Fundamentales geht, da muss man auch bestimmte Risiken in Kauf nehmen. Und da muss aber auch der andere in der Gesellschaft, die sagen, ja, das ist gut, müssen denen entgegenkommen und sagen, das ist toll, dass er das macht. Und das konkret mit solidarischen Schritten dann auch unterstützen. Ich würde gerne noch auf den Punkt Brasilien kurz eingehen, denn das ist ein Punkt, der mich massiv umtreibt im Moment. Und ich bin entsetzt darüber, wie wenig wir in der Zivilgesellschaft solidarisch dazu im Moment zusammenbekommen, uns zu organisieren. Wie viele der Brasilien-Gruppen, die die Brasilien-Solidaritätsarbeit machen, sagen, ja, aber unsere Partner, die sind auch zerstritten, da gibt es Bolsonaro-Anhänger und andere, die geben uns kein klares Mandat, was wir machen sollen und deswegen wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Das finde ich, wenn es um solche Fragestellungen wie fundamentale Menschenrechte oder die Zukunft des Amazonas-Regenwalds geht, nicht die richtige Fragestellung. Da kommen so viele Menschen unter die Räder in so einer brutalen Weise im Moment und der Amazonas-Regenwald, wenn der ins Kippen kommt, wow. Und da sind wir nicht weit von weg. Und von dem her einfach nur so ein paar Punkte, ich finde es irre, was die katholische Kirche, die jetzt eine Synode dazu macht, nur zu diesem Amazonas-Regenwald-Problem, im September ist es, glaube ich, wo sie dazu dieses Thema versucht, groß auf die Agenda zu setzen und eine Anti-Bolsonaro-Agenda versucht, dabei mit voranzubringen, weltweit zu diesem Thema, um Solidarität voranzubringen. Dann ist die Frage der Handelspolitik, wenn man in Brasilien sich anschaut, wer am ehesten von der Wirtschaftsseite gegen oder für den Regenwaldschutz ist, dann sind das die Leute, die für den Export produzieren, zum Beispiel das Viehfutter, also Soja, was exportiert wird, ganz anders als die, die das fürs innere Land machen. Da haben wir aber sitzen, das ist hauptsächlich, Europa ist der zweitgrößte Importeur davon. Da können wir was dran machen und sagen, Leute, wenn ihr den Amazonas-Regenwald jetzt so radikal geht, dann kaufen wir von euch nicht mehr das Soja ab dazu. Da muss man aber auch den Mut haben, in solche Diskussionen dazu mit reinzugehen im Moment. Und was mich empört, ist, wie die deutsche Wirtschaft, die in Brasilien da ist, zu einem Bolsonaro-Fanclub wird. Wenn man sich die Zeitungen vom BDI, die Arbeitsgruppe, die zu Brasilien arbeitet, das finde ich absolut menschenverachtend, wie das jetzt umgekippt ist in den letzten Monaten. Und da liegt eine Form, wo man gegen die einzelnen Unternehmen, die das machen, hier wirklich protestieren müsste dazu. Alles klar. Wir sind schon ein bisschen spät dran. Ich habe aber gerade noch viele Wortmeldungen gesehen und ich würde jetzt gerne noch alle 5, die ich gesehen habe, kurz zu Wort kommen lassen. 6, 7, okay, ich glaube, wir müssen es irgendwann schließen. Vielleicht versuchen sich wirklich alle auf 1, 2 Sätze zu beschränken. Und dann machen wir noch einfach eine kurze Abschlussrunde, dass sie dann auch nochmal jeweils eine Minute dazu Stellung nehmen können. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht allen Diskussionsbedarf decken, aber genau, wir sind ja auch alle herzlich eingeladen, hier im Anschluss einfach noch weiter zu sprechen und in bilaterale Gespräche zu gehen. Frau Graub, ist das noch aktuell? Genau, dann würde ich sagen 1, 2 und dann gucken wir weiter. Du kannst auch gerne einfach dann weitergeben. Ja, Silja Graupe von der Cusanus Hochschule. Ich will nicht an dem CO2 als naturwissenschaftliche These, Tatsache irgendwie zweifeln, sondern die Frage ist CO2 als Narrativ? Wir wollten ja die Frage, die von dir, Reinhard, kam, der Radikalität. Und ich sehe eigentlich, dass CO2, Stichwort Kompensation, Stichwort Green Economy, eben auch ganz viele Narrative schürt, die eigentlich dem Kapitalismus und diesem ewigen Wachstum in die Hände spielen. Für mich ist die Frage, wie können wir dieses Narrativ sicher, also als Bild, wieder an Fragen von Wachstum, von Wachstumskritik, an Eigentumskritik, an Gerechtigkeit, weil die Entkopplung ist ja in dem, was wir jetzt in der Wirtschaft sehen, geht eben auf Kompensation, wir können so weitermachen und die Afrikaner pflanzen ein paar Bäume, um das mal platt zu sagen. Und ich fürchte, dass eben dieses, wenn wir die Klimafrage nur an diese CO2-Frage, was ein unsichtbares Narrativ binden, dass wir viele wichtige Sachen, die wir in der Ökonomie seit Jahren und Jahrzehnten vorantreiben, an Veränderungspotenzial tatsächlich verlieren.
Vielen Dank. Sie können direkt hinter sich quasi, da zu der Dame hinter Ihnen, genau. Und dann zu der Dame hinter Ihnen gleich wieder. Ja, ich möchte auch ganz schnell machen, ich muss nämlich sowieso auch direkt weg. Ich möchte erst mal Emma dir danken für dein Engagement. Wir haben ja schon mal zusammengesessen und ich finde einfach toll, was ihr macht und lasst euch nicht abhalten. Und wenn du wirklich Angst hast, dass da von der Schule Restriktionen kommen und so weiter, ich bin gerne bereit, mit den Direktoren und mit euch einen Termin auszumachen, dass wir uns zusammensetzen und mit denen mal darüber reden, was denn hier überhaupt geschieht. Das Wichtigste, was heute Abend hier gesagt worden ist, ist die Menschen mitzunehmen, die Gesellschaft mitzunehmen. Und das ist verdammt schwer. Wir alle haben inzwischen gelernt, Gefahren zu verdrängen. Sehen wir Cattenom, unser braves Atomkraftwerk hier, was dafür sorgen kann, dass wir morgen nicht mehr aufstehen können. Wir verdrängen es, wir wollen es gar nicht mehr wissen. Wir alle benutzen das Handy, jetzt kommt der G5-Ausbau. Wir verdrängen, was die Strahlung mit uns macht und wir verdrängen auch, was der Klimawandel mit uns macht. Wir müssen die Menschen aufklären und die Menschen mitnehmen. Und das wird ein sehr, sehr schwerer Weg. Aber wir müssen ihn gehen, wenn wir weitermachen wollen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich habe auch jetzt nicht wirklich eine Frage, sondern ich möchte eigentlich auch ganz klar nochmal auch an die Emma einen ganz starken Appell richten, denn die Frage der Radikalität, die kann man gar nicht intensiv genug beantworten. Wir haben alle in unserem eigenen Leben, gesehen, ob es jetzt der Osten war oder die 68er-Bewegung, nur Demos, nur Öffentlichkeit, nur lautes Aufschreien erreicht überhaupt Politiker. Wie will der Einzelne was ausrichten, wenn er nicht laut wird? Deshalb, die Demos sind dringend erforderlich. Und ich würde auch viel radikaler in den Forderungen werden. Ich persönlich störe mich massiv daran, dass das Kerosin immer noch nicht besteuert wird. Sie, Emma, fahren für 16 Euro nach Trier und zurück. Und Ryanair wirbt für 19 Euro Oslo, Warschau, Petersburg, wo man überall hin kann. Das ist doch keine Relation zu der CO2-Menge, die dabei freigesetzt wird. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich fühle mich auch manchmal von Politikern verschaukelt. Wir sollen jeder bei uns anfangen, jeder fängt auch bei sich an. Jeder geht ganz kleine Schritte und ist beschäftigt damit und merkt gar nicht, wie im Großen und Ganzen immer weitergefahren wird. Und diese Schere, die Sie genannt haben mit dem Sozialen, wer fliegt denn? Wer sitzt denn in diesen Fliegern? Das sind bestimmt nicht die armen Bevölkerungen aus den Entwicklungsländern und das treibt diese Schere noch weiter. Wir haben Bonn, wir haben Berlin, jetzt wollen die Brüsseler noch nach Straßburg. Dieser ganze Verkehrsmüll, muss das eigentlich sein? Ich empöre mich extrem darüber, aber ich habe immer wieder das Gefühl, eigentlich bin ich völlig hilflos. Herzlichen Dank. Dann vielleicht ganz kurz, denn es ist schön, dass wir heute hier sind und schon mal über das Thema sprechen können. Vielleicht hilft das ja schon mal gegen die Hilflosigkeit. Ich gebe direkt weiter. Hatten Sie sich auch gemeldet? Dann machen wir weiter und dann bei Ihrer Nachbarin. Ja, also ganz kurz, meine Heimatstadt ist Amsterdam, 4 Meter unter dem Meeresspiegel. Also gegenüber Hamburg noch etwas mehr benachteiligt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn jeder bei sich selber mal zu Hause auf seine Stromrechnung guckt, warum er immer noch seinen Strom von einem Unternehmen bezieht, das nicht komplett umweltfreundliche Nachhaltigkeit einsetzt, um Strom zu erzeugen. Gucken Sie auf Ihre Rechnung und steigen Sie um. Das ist innerhalb von 2-3 Tagen geschehen und ich wundere mich immer noch, wie viele Kunden RWE hat und wer da alles noch einfach zu bequem ist, mal das zu ändern. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Cunilio, ich bin Lehrerin. Das schließt so ein bisschen daran an, was die Dame eben vor mir gesagt hat. Ich möchte mich vor allen Dingen an Sie richten. Herr Balz, es geht darum, also ich denke an die Postwachstumsökonomie, das geht ja auch so ein bisschen darum, diesem Wachstumsgedanken in der Ökonomie immer einen Riegel davor zu setzen. Ich möchte Sie gerne fragen, Sie sind in Interaktion mit Politikern, was sagen die eigentlich, wenn man denen das vorschlägt und was halten Sie konkret davon? Ist das eine Utopie oder kann man das real denken, also radikal umdenken? Ja, ist das möglich? Wäre das möglich? Vielen Dank. Ich habe jetzt auf der Seite noch 2 letzte Meldungen gesehen. Die würde ich noch gerne... Okay,
drei letzte Meldungen, die ganz laut hier schreien und danach gehen wir in die Abschlussrunde. Ursula Stütli, ich bin hier aus Kurs. Bei all den Diskussionen, bei all den Sendungen im Fernsehen, bei allen Friday for Future, was mir fehlt, und heute Abend habe ich es auch nie, außer einmal ganz kurz gehört, auch die Plakate habe ich mir angeguckt, also in den Schulen scheint das auch nicht so klar zu sein, Klimasünder, einer der höchsten ist das Internet, das heißt die Benutzung des iPads, des Laptops, des Computers, des Smartphones. Da reden wenige bis gar niemand drüber. Und ich denke, das ist eine Sache, vielleicht auch an diese Friday for Future. Ich bin voll auf eurer Seite. Wir haben zu meiner Zeit für andere Sachen gekämpft. Ich finde das wichtig, aber das wäre auch ein Punkt, den man mal anschauen könnte bei sich selber. Muss ich rund um die Uhr erreichbar sein? Muss ich ständig im Internet sein? Muss ich ständig mein Handy auf Betrieb haben? Vielen Dank. Hinter Ihnen. Ich möchte einen Lichtblick liefern. Ich bin von Beruf, also mein Name ist Hans-Peter Kuhn, bin nicht aus Kuh, sondern drüben von Bernkastel und bin von Beruf ursprünglich Kfz-Meister. Und die Kritik, die berechtigte Kritik hier der Dame an der Batterietechnik, da kann ich eine Alternative nennen. Und zwar, es war vor wenigen Monaten der Deutsche Innovationspreis. Und da sind drei tolle Dinge prämiert worden. Und eine tolle Sache betrifft Energie. Und zwar, man kann jetzt auf andere Weise ganz einfach Wasserstoff speichern, ohne Druck und so weiter. Ein Katalysator hat man gefunden, der ein chemisches zwar aus dem Öl herauskommendes Produkt, also Mineralstoff, der aber nicht verbraucht wird. Der ist ja ein Katalysator, der ist ja da und bleibt unverändert. Und jetzt kann man Wasserstoff speichern aufgrund dieses Katalysators, und der Katalysator ist gleichzeitig auch da, um den Kraftstoff in Elektrik umzuwandeln. Das heißt, wir holen das mal jetzt als Auto. Man tankt ganz simpel Wasserstoff und kann damit fahren, was jetzt hier am Auspuff rauskommt, ist nur Wasserdampf. Und man braucht also keine Batterie. Das geht sofort von Wasserstoff in elektrische Energie und in die Antriebswellen rein. Aufgrund der Zeit würde ich Sie ganz kurz bitten, die genaueren Erklärungen vielleicht später, ja, wenn da noch Leute Fragen Ich will nur gern mal einen kleinen Ablauf machen, damit man es kapiert. Ich glaube, den können wir dann vielleicht später im Zweiergespräch nochmal genauer erörtern. Ich habe auch gleich noch... Vielleicht nur den letzten Satz noch, damit wir noch die letzte Dame auch noch hören können, bevor wir hier schließen müssen. Die Windräder bleiben manchmal stehen, weil man den Kraftstoff nicht braucht. Und dann kann man da mit diesem elektrischen Strom Wasserstoff in Mengen bilden. Und den kann man dann entsprechend nutzen. Das war, was ich unbedingt sagen wollte. Herzlichen Dank. Dann die letzte Wortmeldung für heute Abend. Ja, hallo. Julia Fuchte, Alumna der Cusanus Hochschule. Ich hatte eine Frage an Herrn Loske. Und zwar, also erstmal plädiere ich dafür, tatsächlich für Klimanotstand mittlerweile zu sprechen, was ja jetzt viele Kommunen in Deutschland auch schon ausgerufen haben. Ich denke mal, das ist das richtige Framing, sage ich jetzt mal. Klimawandel klingt einfach sehr euphemistisch. Und da hätte ich die Frage, also welche Schnittstellen kann eigentlich die Hochschule zeitnah schaffen für studentische Forschungsprojekte, für Alumni, für Leute aus der Region, die tatsächlich, also Stichwort Solarwies, Carsharing, Öko-Weinbau, Lastenräder, unverpackt Läden, gemeinschaftlich Wohnen, dezentrale Stromerzeugung, alles Mögliche, gibt es ja eine Palette an Sachen, die sozusagen dadurch unterstützt werden können. Wie kann die Hochschule da konkret kooperieren? Danke. Vielen Dank für die Frage.
So, wir haben jetzt schon 5:05, deshalb würde ich Sie vielleicht bitten, sich einfach einen Punkt auszusuchen und den an Ihr Abschlusswort zu knüpfen. Genau, ich glaube, wir haben nicht mehr die Zeit, auf alle Beiträge einzugehen, aber wir haben ja auch einfach einiges gehört, werden das mitnehmen und genau, daher jetzt die Bitte, vielleicht so an einen Punkt nochmal anzuknüpfen und einfach nochmal eine kleine Runde zu machen. Also ich spreche von Klimakrise, nicht von Klimanotstand, weil ich nicht nur Notstandsgesetzgebung haben will. Das ist mir, da bin ich sozialisiert, gerade im Kampf gegen Notstandsgesetzgebung. Das finde ich ausgesprochen gefährlich, diese Wortwahl. Aber Klimawandel zu harmlos. Und ich wollte auf Ihre persönliche Frage an mich noch mit eingehen. In einem begrenzten System kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Das heißt, es ist überhaupt nicht illusorisch und unrealistisch, diese Frage zu stellen, sondern die ist dringend notwendig zu stellen. Und auf der anderen Seite für die notwendige Transformation, die jetzt kommt, wenn man das ganze Verkehrssystem, das ganze Gebäudesystem, das ganze Industriesystem umbaut, werden wir ein paar Jahrzehnte auch noch kräftiges Wachstum haben. Die Zeit sollten wir nutzen, jetzt schon in Inseln die wachstumslose Gesellschaft, Wohlstandsgesellschaft aufzubauen dazu, um dann ins gesamte System dabei überzugehen. Da könnte man viel drüber sagen, aber das ist meine Version davon. Herzlichen Dank. Von meiner Seite aus, vor allen Dingen zu dem Punkt auch, den Sie aufgeworfen haben, Postwachstum, ist das eine Vision oder Degrowth, ist das eine Vision oder eher eine Dystopie? Wir sind gerade dabei, an unserem Profil scharf zu arbeiten als Cusanus Hochschule. Wir wollen dieses ganze Thema Ökonomisierung der Gesellschaft, das ist eines der Standbeine, das wir haben und das auch gerade in Kombination mit der Frage der Nachhaltigkeit und der Ökologie. Es gibt ja sehr viele Diskussionen über Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie, Commons, also Gemeinschaftsgüterökonomie und so weiter. Das sind alles sehr interessante Sachen und wir wollen das ergänzen, ich sage jetzt mal auf der Metaebene, um eine Philosophie, wo wir sagen, es geht darum, den Gemeinsinn zurückzubringen in die Ökonomie. Ja? Dass die Ökonomie nicht nur den Eigensinn pflegt, die Gewinnorientierung, die Geschäftsorientierung, sondern eben auch das Ganze im Auge hat. Das geht teilweise durch politische Rahmensetzung, ja, durch Zielvorgaben und so weiter. Teilweise würden wir aber auch sagen, dass sich die Ökonomie selber ändern muss. Also die Grundorientierung der Ökonomie müssen sich ändern. Und deswegen versuchen wir im Moment den Begriff des Gemeinsinns in der Ökonomie oder der Gemeinsinnökonomie zu etablieren. Das ist ein hartes Stück Arbeit, weil die Ökonomie seit den 30er Jahren systematisch befreit worden ist von Gemeinwohldenken, sondern quasi nur sehr stark auf Ziele wie Gewinn, Akkumulation, Wachstum und so weiter geprägt worden ist. Das ist eine große Anstrengung, der stellen wir uns, nicht nur auf der theoretischen Ebene, letzter Punkt, sondern auch in Kooperation mit anderen. Ein Wesenskern unserer Studien soll in Zukunft sein, dass wir mit Praxispartnerinnen und Praxispartnern zusammenarbeiten, dass unsere Studierenden schon sehr, sehr früh im Studium schon auch mitarbeiten können in Projekten. Dafür haben wir Partner gewonnen, unter anderem German Watch oder das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, das Wuppertal-Institut, die Finanzwende, wo es um eine alternative Finanzordnung geht und so weiter. Mit denen gemeinsam wollen wir eben schon an Fragen der Zeit so arbeiten, dass im Studium schon Erfahrung gesammelt werden kann. Dass das Studium nicht irgendwas rein Theoretisches ist, sondern auch handlungsorientiert oder aktionsorientiert. Das wäre so ein Schluss, den wir daraus ziehen. Aber wir wollen die breitere Öffentlichkeit auch gerne daran beteiligen. Das ist nicht fertig, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das ist ein Ehrgeiz, den wir haben, sozusagen mit dem Studium bei uns vorzubereiten auf Gesellschaftsgestaltung. Also unsere Ambition ist im Prinzip, zu einer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung zu werden. Ja? Vielleicht das an dieser Stelle. Danke schön, Herr Loske. So, Emma. Emma hat vergessen, was sie sagen wollte. Eine Sekunde. Kein Problem. Vorhin wurde ja von Verdrängung gesprochen und ich finde den Punkt, den Sie angesprochen haben mit den Elektroautos, also mit den batteriebetriebenen Elektroautos, das, was ich darüber gelesen habe, ist, es wird viel Wasser verbraucht, es wird sehr viel CO2 ausgestoßen bei der Produktion. Und meiner Meinung nach ist es wieder so ein Beispiel, wie Menschen mal wieder hinbekommen haben, was zu verdrängen oder ein Problem einfach zu verlagern. Also, weil jetzt haben zum Beispiel ist auch mein, also ich habe auch gelesen, dass eigentlich gar nicht genug Siliziumvorräte existieren, damit jeder sein Elektroauto bekommt. Und es ist wieder so eine Verlagerung von Problemen in teilweise andere Länder oder halt so quasi so, dass man es so aus dem Blickfeld schiebt.
Und das ist halt auch, ich finde es einfach nicht gut. Also ich finde, das muss auch, deswegen finde ich es auch falsch, dass die Politik so ein bisschen, also ja, viele Politiker so die Elektroautos so hochhalten, so das ist jetzt die neue Innovation, weil es funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann würde ich gerne nochmal kurz auf Ihren Punkt eingehen, nämlich auf die Handys. Klar müssen wir uns da reduzieren, aber Fridays for Future wäre gar nicht entstanden, wenn es diese Vernetzung nicht gäbe. Also deshalb, ich bin jeden Tag in Fridays for Future WhatsApp-Gruppen am Schreiben, mit bundesweit mit Personen, die sich auch engagieren. Und wenn es diese Vernetzung nicht gäbe, dann würde es einfach nicht funktionieren. Dann hätten wir noch groß, also dann gäbe es dieses Umdenken gar nicht so stark. Und das ist halt auch, ja, wichtig. Ja, vielen Dank. Genau, damit danke ich ganz herzlich an unsere ReferentInnen am heutigen Abend, an die Diskussionspartner. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Wortbeiträge. Ich glaube, was ganz stark rausgekommen ist, ist, dass Act Now sich auch auf ein Kollektives bezieht, dass wir auch anfangen müssen, wieder mehr gemeinsam zu handeln, um genau aus diesem Gefühl von Hilflosigkeit irgendwie rauszukommen. Das kann über Kooperation einer Hochschule passieren, über WhatsApp-Gruppen oder über die Zivilgesellschaft und den zivilen Ungehorsam. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Möglichkeiten, auch den eigenen richtigen Weg dazu zu finden. Genau. Auf jeden Fall auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie, Herr Balz, extra hier angereist sind und du ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dafür haben wir auch ein kleines Dankeschön an Sie, Herr Balz, dass Sie die Cusanus-Hochschule nicht vergessen und an dich, Emma, dass du weiterhin so politisch bleibst, wie du es jetzt gerade geworden bist. Und mir bleibt es jetzt eigentlich nur noch zu schließen mit einer Veranstaltungsankündigung für nächste Woche Freitag. Und zwar haben Studierende der Hochschule einen Film organisiert, da geht es um Leben ohne Schule. Das Thema ist ein bisschen anderes als heute. Ich möchte das trotzdem an dieser Stelle einmal nennen. Der Eintritt ist frei, nächste Woche Freitag im Murselkino um 14 Uhr. Wen es interessiert, wie bitte? Okay. Okay. Aber ich denke jetzt, 18 Uhr finde ich für so eine wichtige Veranstaltung einfach zu früh. Vielleicht überlegt man das bei ja. So vielen Veranstaltungen, weil wenn ich mir das Publikum anschaue, fehlt für mich so die Mittel. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Anregung. Ich glaube, wir nehmen das auf jeden Fall mit in unsere Planung. Genau, heute Abend ist oben im Studiohaus noch eine zweite Veranstaltung, das war jetzt der aktuelle Grund, aber natürlich haben Sie recht, so, wir möchten natürlich möglichst vielen Leuten ermöglichen, an so Veranstaltungen teilzunehmen, aber das ist natürlich auch eine Einladung, noch weitere Veranstaltungen zu organisieren, ne? Also genau, sich einfach weiter zu vernetzen und an dem Thema dran zu bleiben, auch eine Einladung an uns als Cusanus Hochschule, auf jeden Fall immer wieder Räume zu bieten, wo auch wir weiter diskutieren können gemeinsam. Genau, weitere Infos sowohl zur Hochschule als auch zu dieser Veranstaltung gibt es da hinten auf dem Infotisch. In die Richtung gibt es noch was Kaltes zu trinken und genau, ansonsten herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und hoffentlich bis zum nächsten Mal.